Tag 2, Monat 2. Ein neuer Tag in Portia beginnt. Guten Morgen, alle aufstehen, die Arbeit ruft. Die Ziviltruppe von Lucien im Norden der Freien Städte sorgt für den Schutz gegen die ständige Gefahr durch das Imperium Duvos. Ja, was erwartet uns heute? Ich bin gespannt. Wir müssen gleich mal einen Blick in unsere Quests werfen. Und der Briefkasten schreit auch schon wieder. Wir sollen die Kürbisprinzessin zeigen und wir müssen nochmal mit Mars reden. Genau, da ging es um die Geschichte von Papa Bär. Germanin, ich habe eine Menge Arbeit geleistet. Schau sie dir an, sagt uns der liebe Ack. Ja, er düngt ja jetzt immer fleißig unsere Beete. Das funktioniert echt gut, finde ich gut. Sehr, sehr fleißig, der Kerl. Und das Rathaus schreibt... Die perfekte Falle. Wir haben eine neue Mission. Germanin, wo warst du gestern? Das war sehr unhöflich. Wir haben so lange auf dich gewartet. Oh. Oh. Hatte ich ein Date? Wie auch immer. Das hier ist vertraulich. Wir brauchen deine Hilfe dabei, ein Modell des All-Source-Computers zu bauen, den wir einsetzen wollen, um den Dieb zu fangen. Da niemand weiß, wie der All-Source-Computer aussieht, solltest du Herrn Ack fragen. Vielleicht weiß er es. Gib es Arlo, wenn du fertig bist. Denk daran, das ist streng geheim, Gail. Oh, stimmt, da war doch was mit einer Sitzung und ich hab's verdödelt. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, es scheint aber sehr wichtig zu sein, dass man die Quest jetzt nicht vermasselt hat, sondern dass es Teil einer Hauptquest ist. Ansonsten, ja, okay. Haben wir auf jeden Fall noch mal die Möglichkeit, das ein bisschen zu retten. Ack, ich muss noch mal mit dir reden. Kann ich dich hier jetzt anwählen? Irgendwie ist das gerade ein bisschen... Ah ja, Heiliger Strohsack. All Source? Mein Verbindungskomputer wurde als All-Source-KI bezeichnet. Nicht, dass ich sie mal persönlich getroffen hätte. Warum willst du wissen, wie ein All-Source-Computer aussieht? Oh, streng geheim, verstehe. Ich kann dir eine ungefähre Zeichnung geben, aber ich bin nicht schuld, wenn sie nicht richtig aussieht. Okay. Okay, cool. Wir haben auf jeden Fall einen Bauplan von ihm bekommen. Das All-Source-Modell, das gucken wir uns doch direkt mal an. Wir nehmen natürlich die automatische Montagestation. Die macht ja alles so schön automatisch. Haha, wie der Name schon sagt, ich schmeiß mich weg. So, wir dürfen natürlich hier auch wieder blättern bis zum Ende. Einmal den Finger anschlecken und ordentlich das Papier umblättern. Oh, Alter, ist mir letztes Mal aufgefallen, dass ich das ja absolut ekelig finde, ne? Unsere Lehrer haben, also einer unserer Lehrer hat Dokumente auseinander gemacht und hat die dann angeleckt und dann in der Klasse verteilt. Und dann ist mir bewusst geworden, du verteilst gerade überall deine Spucke. Fand ich doof. Okay, das ist das... Oh ja, eine wunderschöne Zeichnung. Wir brauchen Porzellanteller. Die kriegen wir bei der Tafelrunde. Okay. Dann brauchen wir Topassteine. Haben wir genug. Aluminium haben wir auch genug. Und Stahlhüllen haben wir nicht genug. Da können wir doch mal direkt eine produzieren und dann die Teller kaufen. Das kriegen wir doch hin, oder? Stahlhülle. Wir haben neue Rezepte hier, aber... wartet mal. Wo? Hier. Hier hinten war es bei den... Was ist es überhaupt? Fertigung. Da steht's. Stahlhülle. Fertigen. Brauchen noch eine. Das müsste dann reichen. Und dann gehen wir jetzt die Porzellanteller holen. Ich hoffe, wir können die einfach so kaufen. Ohne jetzt irgendein Trara. Und dann dürfen wir nicht vergessen, gleich mit Mars zu reden. Und da ist er schon. Und gucken, ob wir ein zeitliches Fenster haben wegen Emily, ne? Hallo, wie kann ich behilflich sein? Papa Bär, ist es zu heiß. Kennst du ein Gerät, das ihn kühl hält? Da hast du zufällig Glück. Ich habe gerade ein Rezept für einen Belüftungshut erhalten, der funktionieren sollte. Wow, was ist das? Er heißt Cooler Belüftungshut. Damit kann Papa Bär sich den ganzen Sommer über abkühlen und sieht dabei noch cool aus. Yeah, haben wir den Bauplan bekommen? Nice, nice. Nicht, dass er damit nachher abhebt, ne? Ich stelle mir gerade so einen Propellerhelm vor. Schmeißen wir gleich einen Blick drauf. Meine Güte, es passieren schon wieder so viele Dinge auf einmal. Ah, die Frau ist maximal überfordert. Wo kann ich? Ich möchte nicht zu Abend essen. Ich möchte Porzellan kaufen. Porzellanteller. Sag nicht, dass es jetzt hier über die Abzeichenbörse. Krieg ich hier einen Schreikrampf? Nö. Oh, es gibt süße kleine Quietschehändchen. Eine Gummiente. Und es gibt Dinosaurierautos. Oh. Und eine Regenbogenraupe. Ich bin verliebt.
Ich möchte eine Ente kaufen. Kostet 506. Ich möchte eine Ente kaufen. Ich kaufe jetzt. Ist ja gerade günstig. Ich habe eine Ente gekauft. Ist das nicht süß? Oh mein Gott. Absolut verfallen in den Kaufrausch. Überquakung. So, wo kaufe ich denn jetzt hier die Teller? Leute, Porzellanteller brauche ich. Wo finde ich die? Es passiert so viel. Es passiert auch so viel ganz rund um das Thema My Time. My Time mit Portia war ja das allererste. Hier sind die Teller, guck mal. Kaufen wir direkt. Wollen wir 5 kaufen? Bestätigen. My Time mit Portia war ja das erste Spiel dieser Reihe. Dann kam My Time at Sandrock. Und Gerüchten zufolge ist das nächste My Time Abenteuer schon in Produktion. Ich bin total aufgeregt. Okay, wir haben einen Tag Zeit, um Emily das zu zeigen. Wo ist sie denn? Hier. Also ich bin richtig, richtig nervös. Ich freue mich, wenn die nächsten Nachrichten kommen. Ich habe es ja immer noch nicht geschafft, auch My Time at Sandrock zu Ende zu bringen. Weil, ja, mein Plan war jetzt hier erstmal My Time at Portia zu machen, dann nochmal mit My Time at Sandrock zu starten. Und dann, wer weiß, vielleicht kommt ja dann schon bald das nächste. Ich freue mich sehr. Was sagt ihr dazu? Seid ihr auch schon aufgeregt? Habt ihr schon neue News? Gerne mal rein in die Kommentare. So, vielen Dank. Die Prinzessin sagte mir, ich soll Hihi sagen. Oh, haben wir die Kürbisprinzessin wohl gut gedüngt. Sehr schön, sehr schön. So, dann können wir jetzt den kühlenden Hut, glaube ich, schon bauen. Oder erstmal hier die All-Source-KI. So, bauen. Ist ja alles dafür da. 5 von 2, ja. Dürfte losgehen hier. Gucken wir uns das schicke Ding mal an. Klack, 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 klack. Oh, ja, das sieht doch schon fast wie nach Bauplan aus, ne? Hat der Akt gut gezeichnet. Maybe können wir ja schon mal währenddessen hier Ausschau halten nach so einem... Nee, können wir nicht. Ich muss das lernen. Wir haben ja ein Buch bekommen. Nach dem coolen Hut für Papa Bär. Wir lernen das. Eine kühlende Mütze können wir jetzt herstellen. So, neu, neu, neu. Ah, guck mal, da können wir es auch machen. Wir brauchen Faserstoff. Okay. Ich hoffe, wir können den jetzt oben produzieren an unserer Stoffherstellungsmaschine, nenne ich sie gerade, weil mir der schlaue Name oder richtige Name entfallen ist. Schon lange nicht mehr dran gewesen an dem Gerät. Fertigen. Faserstoff können wir 25 Mal herstellen. Grandios. Wir machen erstmal 15. Attacke. So, das dauert jetzt uno momento. Da können wir dann schon mal das, sag mal schnell, den Dünger hier in der Lagerkiste hauen vom Ack, damit der weiterbauen und arbeiten kann hier. Der Judo-Freund, guck mal, der ist schon düngerlos. So geht das aber nicht hier. Und ich glaube, wir nutzen jetzt mal die Gunst der Stunde. Da wird auch noch gebaut, dass wir unser kleines Quietscheentchen im Haus positionieren. Mein süßes kleines Quietscheentchen, wo bist du denn? Komm. Na gut, ich kaufe ja selten was, weil ich immer geizig bin, weil ja immer alles so viel Geld kostet. Aber bei dem Quietschhähnchen, da hat es mich jetzt gerade überkommen. Kann ich dich platzieren? Ich kann es nicht platzieren. Ich habe es einfach an der Hand. Guck mal, wahrscheinlich ist es ein Geschenk, dass ich irgendwann... Oh, vielleicht kann ich das ja irgendwann meinen Kindern schenken. Öffnen. Oder ich kann es hier raufsetzen. Das wäre auch ein Träumchen. Nein, ich kann die Gummiente nicht. Ein Spielzeug, das die Kinder lieben. Eine kleine gelbe Ente. Ach, dann ist es vielleicht auch... Oder als Spielzeug gemeint für die Leute hier. Wollen wir uns bei irgendeinem kleinen Kind einschleimen? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchem Kind wir das die Ente schicken wollen. Und zwar haben wir ja hier... Wir können es mal angucken. Was haben wir überhaupt für Kinder? Das sind alles Erwachsene. Erwachsene. Da, guckt mal. Polly ist ein Kind. Dann ist der Tobi ein Kind und der Jack. War schon mal 3. Dann ist die Dolly noch da und die Molly. 5. 5 Kinder gibt es hier. Okay. Ja, also ihr habt die Wahl. Dolly, Molly, Tobi, Jack oder Polly. Wer soll die Ente kriegen? Ihr dürft entscheiden. Sobald ich dann irgendwann in den Kommentaren lese, wen wir beschenken, haue ich das raus.
So, ich habe hier so viel Kladderadatsch, ne? Kann ich nicht alles sortieren? Bitte, ja, danke. Mach's dir nicht so kompliziert, Frau. Ja, Steine braucht er ja nicht, ne? So. Hier haben wir nochmal wieder so ein paar Teile gefunden und ich wollte immer noch die Stühle verticken, aber da die also wenn die Marktpreise niedrig sind, haben wir nicht so gute Einnahmen. Da müssen wir warten, bis mal der Pfeil nach oben zeigt, damit wir auch so viel Kohle wie möglich daraus bekommen. Sodele, das muss da rein, das muss da rein. Guck mal, jetzt habe ich noch so ein paar Teller über. Ich brauche auch, glaube ich, nicht mal mehr. Ich brauche mehr Kisten! Ich brauche mehr Kisten! Das sagt es aber auch schon seit Jahren. Okay, die KI ist fertig. Oh, guckt sie euch an, sie hat... Wofür waren die Porzellanteller nochmal gut? Und dieser Lippenstift, oh Gott, ey. Halleluja. Und wir haben ein Level Up. Ja, Level 45 sind wir schon. Mega. Alter, diese Kirchenglocken sind aber auch penetrant. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben die KI und erstelle mit der Skizze ein Modell und informiere Alo. Okay, wir müssen mit Alo reden. Machen wir dann auch. Aber vorher gucken wir mal eben, ob die Faserstoffe fertig sind. Können wir nämlich die Mütze vielleicht auch direkt unterwegs schon mitnehmen. Mal einer. Gott, jetzt habe ich mir natürlich mal wieder nicht gemerkt, wie viel ich brauche. Ah, das wird doch nie reichen. Da stand irgendwas mit 1 Punkt, meine ich. Kann er nicht einen kleineren Kopf haben? Warum brauchen wir denn zweimal Faserstoff? Papa Bär. Guck mal. 1,6. Ist doch noch irgendwie richtig. Irgendwas war doch noch richtig in meiner Birne. Na gut, dann muss der bis morgen warten. Soll er noch einen Tag schwitzen. Ich verstehe aber halt auch nicht, warum er nicht seinen Bademantel auszieht. Fabea ist einfach so unfassbar warm angezogen immer. Wo ist denn Alu? Ist es hier? Hat jemand Alu gesehen? Die perfekte... Oh, da hinten ganz. Gut, denn... Dann wollen wir mal dahin, ne? Nehmen wir die Beine in der Hand. Können wir den Weg abkürzen, indem wir mit dem Töpftöpf fahren? Ja, definitiv machen wir das. So, Abfahrt. Wir haben wieder ein bisschen Ladehemmung. Ich weiß nicht, das... Immer dann, wenn wir mit dem Töpftöpf unterwegs sind, dauert das einen Moment. So, wir sind da. Danke für den Transport. Vergessen Sie die Bewertung in unserem Kundenservice-Portal nicht. Wir würden uns über ein Feedback sehr freuen. So, wo ist er denn jetzt hier? Das geheime Meeting. Hallo, wo seid ihr? Seid ihr hier drin? Wo sind sie denn? Sind die im Motel? Wir können da rein. Waren wir da schon drin? War ich da schon drin? Hallo? Ist hier jemand? Oh, das erinnert mich gerade hier an eine Serie, wo die auch immer in so einem Eiscafé waren. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Südblock Handelsposten. Ich habe den Namen von dieser Serie vergessen. Also, ging um so Jugendliche und die sind auch immer in so, da gab es immer Milchshakes. Voll cool. Ich hab vergessen, wie die Serie heißt. Ich habe die echt gerne geguckt. Habt ihr auch Bock auf so einen Oldschool-Milchshake-Laden? Gibt es hier bei uns in der Gegend gar nicht. Habt ihr sowas noch? Vielleicht ist das nur Marktlücke. Sollte man mal wieder eröffnen. Aber auch so Bowling Center und was gab es denn noch hier so Arcade-Spiele-Center? Die werden ja jetzt auch wieder modern. Kommt ja alles irgendwie wieder. Finde ich voll cool. Ja Mann ey, aber ich hab den Alu verloren. Wo ist er denn jetzt? Alter, will er mich veräppeln? Jetzt ist er da hinten. Also irgendwie verpassen wir uns hier ein bisschen. Das passt nicht so mit unserem Timing. Pass auf, jetzt fahre ich darüber und dann ist er wieder verschwunden. Woher ist er geflogen? Wie hat er das gemacht? Wie ist er denn jetzt so schnell darüber? Ich fühle mich ein wenig veräppelt. Dann fahren wir halt nochmal. Gut, dass die Fahrt mit dem Töff-Töff gratis ist. So, wo fahren wir jetzt am besten hin? Hier? Wahrscheinlich ist er dann gleich schon wieder ganz woanders hin. I don't know.
Der hat wahrscheinlich irgendeine Beam-Funktion, die nur für die Ziviltruppe ist. Oder der hat wie dieses Ziviltruppenschweinchen, hat der auch Flügel und fliegt einfach over the world, so dass der uns, ihr wisst schon. Okay, aber nein, er scheint hier im Ziviltruppen-Stammeshauptlager zu sein und nicht vor uns weg. Hallo, da bist du ja endlich. Alter. Er hat eine ganz schön harte rechte Linke, wa? So. All Source Model abgegeben. Ist es das? Das ist nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Egal, wird schon gehen. Danke für deine Hilfe. Schnell weg, bevor die merken, dass das alles nur Quark ist. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt getan habe. Ob das gut war, da so ein Modell abzugeben. Hier, das meine ich. Dieses kleine Schweinchen, The Flying Pigs. Das Gildensymbol der fliegenden Schweine. Das Gildenzentrum befindet sich in Lucien. Die Gilde widmet sich der Erkundung der Welt und der Verteidigung der Schwachen. Sie hat überall Anhänger. Ach ja, die fliegenden Schweinchen. Hallo Pfeil, hallo Spacer. So, guck mal, es wird schon wieder duster hier. Vielleicht schaffen wir es aber doch heute noch, die Mütze für den Papa Bär zu machen. Damit der morgen nicht mehr so schwitzt. Pass auf, und morgen regnet das dann. Temperaturabfall. Minus 15 Grad, dann braucht Papa Bär einen Wintermantel. Weil sein Winterpelz nicht nachkommt oder so. Als alter Bär hat man es schon nicht leicht, ne? Hat man es nicht leicht, ich sag es euch. Nicht, dass ich ein alter Bär wäre, versteht mich nicht falsch. Ich bin ja noch ein junger Hüpfer. So, ich habe meine Tiere gar nicht gestreichelt. So, Tiere streicheln, bevor die alle Hayabubu machen. Faserstoff holen, Mütze zusammenzimmern. That's the plan of this part for me jetzt gerade. So, wunderschön. Habt ihr denn noch was zu futtern oder sind meine Tiere schon wieder? Anzahl Viehbestand, Nahrungsmenge. Nicht mehr so viel. Meine armen Tiere. Na doch. Kann ja nur 50 reinmachen. Die verhungern ja leider immer gefühlt hier. Weil ich ein bisschen in ihrer Scheiße leben. Wahrscheinlich ruft hier auch gleich irgendjemand das Veterinäramt. Oh Gott. Das kann ja kein. Das habt ihr nicht gesehen. So. Ihr habt nichts gesehen. So, Faserstoffe sind fertig. Das ist gut. Sechs. Das reicht jetzt her, aber für mehr als genug coole Hüte. Könnten wir uns auch fast schon einen mitmachen. So, was brauchen wir denn überhaupt? Alte Teile, Kupferdraht und Faserstoff. Ah, guck mal, da ist wirklich so ein kleiner Mini-Propeller drin. Wie cool das wäre, wenn er den gleich auch wirklich trägt. Das möchte ich ja. So, habe ich den in der Tasche jetzt? Habe ich in der Tasche. Papa Bär, wo bist du? Muss ich ihm das direkt bringen? Ja, guck mal, da ist er schon. Nee, wir müssen das Oaks bringen. Oaks. Oaks nimmt die entgegen. Oh Mann, ich würde so gerne sehen, wie Papa Bär damit rumläuft. Oaks, warte, 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 warte. Lauf nicht weg. Hey, kleiner Junge. Vielleicht bist du ja der, der Jack. Der später die Ente bekommt. Das entscheidet unser liebes Publikum. Nicht vergessen, nominiert eines der Kinder. Molly, Polly, Holly, Jack oder Toby. Wer soll die Ente kriegen? Gerne rein in die Kommentare. Wow, was ist das? Er heißt cooler Belüftungshut. Damit kann Papa Bär sich den ganzen Sommer über abkühlen und sieht dabei noch cool aus. Das ist toll. Vielen Dank, Germanen. Papa Bär wird das gefallen. Mission complete. So, dann will ich den aber morgen auch mit der Mütze sehen, damit das klar ist hier. Ich würde jetzt. Alter, was mache ich denn mit der Kettensäge? Ich hab die, aber. Ah! Guckt an hier. Ich würde gerne die Lamas damit. Ist ein bisschen brutal, oder? Ich muss heute Frust abbauen, liebe Leute. Ich muss euch. Und das, Ja, guck mal, ich kann die Lamas mit der Kettensäge. Kettensägenmassaker. Das ist fast so, wie wenn irgendwelche Dinge explodieren. Das mag ich ja auch sehr gerne. Das ist total Frustabbauen für mich. Ne? Ich mache das lieber in Games, anstatt es an irgendwelchen Menschen auszulassen. Spiele sind sehr gut zum Frustrationsabbau. Oder Sport. Sport machen geht auch. Ja, wir metzeln hier alles nieder. Oh, warte mal, hier nicht. Da ist das Big Lama. Das Rama Lama, Baumwoll Lama. Komm mal her, hier. Eigentlich brauche ich total viele Knochen. Oh, das hält aber ein bisschen was aus hier. Haben wir ja immer jetzt Dünger machen müssen für unseren guten Ack.
Ja, wir haben eine coole Triangel-Sonnenbrille bekommen. Zum 98.000. Mal, glaube ich. Aber es hat schon Spaß gemacht, ich gebe es zu. Ich war sehr bespaßt. Okay, reicht jetzt auch. Guck mal, Ginger, ich habe ein süßes kleines Quietscheentchen. Das wollen wir den Kindern schenken. Wollen wir mal reden? Hallo? Ich kreiere gerne mit meinen Händen. Es verschönert meinen Tag. Hey, Gast. Was gibt es? Ich wollte einfach mal sozial sein. Papa Bär, ich muss dir was erzählen. Du kriegst morgen einen coolen Belüftungshut. Ich habe ihn dir gebaut. Da ist ein toller Propeller drinne. Aber noch ein Tipp, zieh doch mal den Bademantel aus und zieh dafür eine Badehose an. Dann ist sie nicht mehr so hot hier im Sommer. Oh. Aber wir haben gar keinen Sommer, ne? Haben wir einen Sommer? Wie? Okay, doch, wir haben Sommer. I'm so sorry. Wir haben Sommer. Wollen wir noch ein paar. Oh, guck mal, wir können noch mal Marienkäfer hier, zersägen. Guck mal, so hätten wir auch Faserstoff kriegen können für Papa Bärs Mütze. Einfach ein paar Käfer sägen. Wie geil ist das denn bitte? Boah, hier, Alter, Frau Marienkäfer ist bad. Ich finde das nicht so gut, dass wir hier die Kollegen mit der Kettensäge abmetzeln. Die schleudert hier richtig einen ab. Ich treffe ich sie überhaupt noch? Ja, doch, ne? Oh, guck mal, Papa Bär kämpft mit. Oha! Das habe ich ja noch nie gesehen, dass der mitmischt hier. Papa Bär, danke! Du bist der Beste. Oh, sagt er. Kann ich ihm dafür was schenken? Vielleicht haben wir irgendwas, was er mag. Beschenken. Hab ich Honig? Honig geht doch bestimmt immer voll klar bei ihm. Ich hätte hier so ein süßes kleines Häschen. Aber was will er damit, ist die Frage. Ich glaube, das mag er nicht. Wollen wir ihm Kürbiskuchen schenken? Nee, auch nicht. Kürbiskuchen können wir nicht selber machen. Ich habe gar nichts, was wir ihm schenken können. Jetzt bin ich überfragt. Guck mal, wir schenken ihm einen Tee. Oh, guck mal, er mag Kräutertee. Das war doch gut. Da, 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 da. So. Ich glaube, die armen Marienkäferchen lassen wir jetzt mal im Leben. Ich habe auch immer noch nicht so viel gekocht, ne? Also ich muss auch gestehen, ich traue mich nicht so an diese Kochstation ran. Diese ganzen Sachen da reinschmeißen und die Zutaten haben und ich habe das ja vor vielen, 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 vielen Folgen mal versucht. War nicht so meins, muss ich gestehen. Status prüfen, wie sieht es hier eigentlich aus? Ja, guck mal, Alter, der hat echt alles richtig gedüngt, der Junge. Ehrenack. Würde die Jugend von heute sagen. Oder wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich glaube, ich bin schon wieder so nicht up to date, dass das auch schon wieder bald uncool ist. Was ist denn jetzt gerade so cool? Kann mich mal jemand aufklären? Vielleicht könnten wir mal so coole Straßenlaternen bauen. Und die auch hier bei uns auf dem Grundstück platzieren, oder? Geht das? Wollen wir mal eine bauen? Ich muss ja eh irgendwann mal ein bisschen mein Grundstück schick machen. Diese Wandlichter habe ich anscheinend. Nee, ich kann 11 bauen. Können wir auch mal eine bauen? Teetisch, dunkler Tisch, Kiste, Esstisch. Oh, ich brauche ein größeres Haus. Oh, eine Blume. Wir bauen eine Blume. Da gibt es noch andere Wandlampen. Metallkiste. Was macht die eigentlich? Eine Kiste aus Metall. Sie bietet Platz für zahlreiche Gegenstände. Oh, ich glaube, die ist größer. Ich könnte umrüsten. Ich könnte Metallkisten aufstellen und diese ganzen Dinger hier. Ach, guck mal, ein paar habe ich auch schon. Dann kommen die mal raus aus dem Haus. Das macht vielleicht Sinn. Das sollte ich mal tun. Das ist eine gute Überlegung. So, aber jetzt wollen wir mal hier die Lampen anbauen. Zumindest die hier. Oh, guck, Alter, das ist ein richtig großer Blumentopf. Ach, ich habe schon so einen gebaut. Guck mal, den gibt's hier schon. Ach Mensch, das ist ja, ja, hab ich schon mal Blumen. Ich hab schon Blumen. Ich habe halt alles einfach nur so richtig hässlich hier reingeklatscht, weil ich keinen Geschmack habe. Und warte mal, wie drehe ich das denn nochmal? Tee. Tee war's. Lütte. Lütte. Hier. So, ich komme hier nicht in die Ecke. Nicht so, wie ich das will. Ich will doch da hinten in die Ecke, du Kacksofa, mach Platz. Geht nicht.
Warum denn nicht? So. Ich möchte doch nur da die Blume rein. Das geht wirklich nicht. Sehr, sehr schade. Dann, kommt die jetzt hier so, hoppelapapp, einfach mal reingestellt. Irgendwann machen wir es schick. Ich habe schon, ach, da habe ich diese Wandlichter schon mal gebaut. Dann, kommt hier jetzt noch über diese Kommode einmal erstmal die hin. Und, wait a minute, guck mal, wir haben doch jetzt auch Farbroller und Pinsel. Kann ich jetzt hier Bodenpinsel? Können wir das mal... Oh! Wartet. Abbruch. Oh, es wird spät. Liebe Leute, wir müssen die Renovierungsarbeiten auf den nächsten Tag verschieben. Aber wir haben was zu tun. Wenn keine Quests dazwischen kommen, neue Kisten bauen und hier mal so ein bisschen die Streichfunktion und so testen. Ich freue mich. Also, bis zum nächsten Mal. Adieu. Gute Nacht. Tschüss.